So, und was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, es ist ein tatsächlich mal ausnahmsweise geniales Tupperteil. Eigentlich ein Eierschneider, der heute beim Bau von Bratkartoffeln eingesetzt wird. Statt eines Eis habe ich hier eine Bratkartoffel in der Mitte. Dann nehme ich den Aufsatz, drücke den da drauf. Ploing! Und schon habe ich gescheibte Bratkartoffeln. Wenn die nicht schon zu alt sind und eine trockene Haut haben. Dann machen wir das nochmal. Die Kartoffel ist etwas frischer. Ich setze das da drauf. Und durch. Und fertig geschnittene Kartoffel. Das Ganze kommt gleich in die Pfanne und heißt dann Bratkartoffeln.